SRF 3. Jeder Rappe zählt. Bogota. Ein Monster von einer Stadt. Heute fahre ich aus der Stadt raus. In ein kleines Dorf, etwa 1,5 Stunden außerhalb. Vorbei an kleinen Häuschen. Viele sind eher provisorische Unterkünfte. In genau so einem Haus wohnt auch Christina, 19. 3 Zimmer hat sie in ihrem Haus. Für 7 Personen. Vor 5 Jahren sind die Mami und der Stiefpapi von Christina geflüchtet, weil Guerillas ihnen mit dem Tod gedroht haben. Die Christina, damals gerade mal 14, geht nicht mit. Sie bleibt beim Grossmami. Dann holt Christina ihre Mami sie zu sich, weil sie gehört hat, dass es in Bogota Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Tochter gibt. Christina kommt nach und bewirbt sich für eine Ausbildung als Kleinkinderzieherin bei einem Projekt vom Hilfswerk Vivamos Mejor. Sie wird angenommen. Seit bald einem Jahr ist sie jetzt dran. Geht immer am Morgen ihr Praktikum als Hilfslehrerin in ihrem Dorf, fährt am Mittag 1,5 Stunden mit dem Bus in die Stadt in Unterricht und am Abend wieder zurück heim. Sie strahlt, wenn sie davon erzählt. Weil sie unheimlich dankbar ist für die Chance und weil sie sich freut auf ihren Abschluss, wo viel mehr ein Anfang ist als ein Ende. SRF 3. Jeder Rappen zählt.